Ich bin abhängig. Ich bin abhängig. Ich glaube, wenn ich jetzt nichts weiter dazu sage, würden sich im Laufe der Woche ganz viele Gerüchte um mich ergeben. Und das nicht positive Gerüchte, sondern wahrscheinlich hauptsächlich negativ. Ich bin abhängig. Nun, wir Menschen, wenn wir das hören, denken wir sofort an etwas Negatives. Abhängig zu sein ist schlecht. Zumindest wird uns das immer wieder eingetrichtert. Die breite Masse lehrt uns, unabhängig zu sein, von niemandem angewiesen zu sein. Sich selbst verwirklichen ist die große Lehre dieser Zeit. Unabhängigkeit, das ist das Wort unserer Zeit. Wer von uns hat als Jugendlicher nicht geträumt, unabhängig zu sein? Schnell Führerschein machen, Ausbildung fertig, eigenes Geld verdienen und seine eigenen Entscheidungen treffen. Das nennt man unabhängig sein. Gibt man das Wort abhängig bei Google ein, so kommt ganz oben sofort die Definition, also die Bedeutung des Wortes. Und da gibt es zwei Arten der Bedeutung. Die erste Bedeutung ist durch etwas bedingt bestimmt oder von etwas beeinflusst zu sein. Beeinflusst zum Beispiel von der Werbung oder den Nachrichten. Die zweite Bedeutung, auf jemanden oder etwas angewiesen zu sein, an jemanden oder etwas gebunden zu sein. Das ist die zweite Definition. Zum Beispiel von den Eltern finanziell abhängig zu sein. Sonst hätte man vielleicht den Eltern schon längst den Rücken gekehrt. Das bekannteste Synonym, also das ein anderes Wort für abhängig, was würdet ihr sagen, was ist das bekannteste Wort? Sucht, vielen Dank, süchtig. Ja? Man verbindet abhängig gleich Sucht. Nun, wir haben gerade von den Menschen unserer Zeit gesprochen, die unabhängig sein sollen. Also müssten doch die Menschen heutzutage alle unabhängig sein. Also so unabhängig wie noch nie zuvor. In keinem anderen Zeitalter sollten die Menschen so unabhängig sein wie jetzt. Ich glaube, wenn ich das jetzt verneine oder behaupte, dass es dem nicht so ist, würdet ihr mir zustimmen. Ich glaube, es gibt keine andere Zeit, in der wir Menschen so abhängig von etwas oder jemandem sind wie heute. Ein paar kleine Beispiele. Wir sind zum Beispiel abhängig von unserem Arbeitgeber. Ja, viele von uns haben ein eigenes Haus oder mieten eine Wohnung. Und wenn das Geld vom Arbeitgeber nicht reinkommt, was machen wir dann? Wir gehen zur Bank, ne? Erstmal Dispo überziehen und dann vielleicht einen Kredit nehmen, bis der Arbeitgeber sich entscheidet zu zahlen. Sind wir aber selbstständig, so sind wir angewiesen auf unsere Aufträge, damit wir unsere Rechnungen schreiben können. Selber Kreislauf, wir brauchen Geld. Also sind wir abhängig von dem Geld. Wir sind auch abhängig von unseren Supermärkten, Edeka, Penny, Aldi, Lidl, was da alles gibt. Da ist unser Essen. Ich glaube, die wenigsten wissen, wie man einen Gemüsegarten anlegt. Also vielleicht von den älteren Herrschaften vielleicht noch. Aber meine Frau, die kennt sich jetzt mittlerweile ein bisschen aus, aber ich nicht. Wenn ich jetzt alleine sein würde und einen Gemüsegarten anlegen würde, ich müsste Google fragen. Und jagen kann ich auch nicht. Und wenn ich irgendwas schießen würde, ja, wie macht man das zu einem Steak? Das ist ja auch schwierig.
Das sind nur so ein paar kleine Beispiele, die ziemlich offensichtlich sind. Nun möchte ich ein paar kleine Beispiele nennen, von denen wir abhängig sind, denen der Abhängigkeit, wo wir wenig Bedeutung schenken. Also wir denken nicht so viel darüber nach. Wir sind zum Beispiel abhängig von Erfolg. Ja? Da denkt man so gar nicht drüber nach. Man möchte ja immer irgendwie Karriereleiter hochsteigen. Irgendwie ein bisschen mehr Geld, da kommt wieder das Geld zum Vorschein. Ja? Man möchte nach oben. Das bedeutet nicht, dass man Erfolg hat, aber wir streben danach, weiter nach vorne, mehr, mehr, mehr. Wir sind abhängig davon. Sonst können wir uns nicht selbst verwirklichen. Einige Menschen sind zum Beispiel abhängig von der Schönheit. Nun, Schönheit ist natürlich eine Ansichtssache, aber wir leben in so einer Zeit, wo es ein Schönheitsideal gibt. Also jede Zeitschrift, egal welche Werbung man guckt, da gibt es schöne Menschen. Man nimmt keine hässlichen Menschen für die Werbung. Ja? Und dann kommt diese Abhängigkeit, ich möchte auch so sein. Und wir jagen dem nach. Ja, die Trends, was wir anziehen, wer gibt das vor? Wir lassen uns beeinflussen. Wir sind abhängig. Es gibt auch Menschen, die sind abhängig nach Aufmerksamkeit. Vielleicht denken einige, da spricht der Richtige. Ja, ich stehe vielleicht auch hin und wieder gerne im Mittelpunkt, das will ich gar nicht so verneinen. Ja, vielleicht bin ich das auch, aber das ist mein Charakter. Ja, und ich kämpfe immer wieder dagegen an. Jetzt möchte ich über ein paar Abhängigkeiten sprechen, die wir als äußerst schlimm finden und am liebsten in einen dunklen Keller einsperren würden. Ich spreche von Sexabhängigkeit, Drogen, Arzneiabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit. Das sind so die drei größten Abhängigkeiten, die wir als ganz, ganz besonders verachtend und schlimm finden. Ja. Nun, wir sehen, dass wir auf vielen verschiedenen Ebenen abhängig sein können. Deswegen sage ich, ich bin abhängig. Auf welcher Ebene, das dürft ihr euch jetzt selber überlegen, das überlasse ich euch. Ja. Aber ich möchte uns bei diesem Thema auf etwas hinlenken. Und es wird euch vielleicht ganz schnell klar, wenn ich den ersten Vers mit euch lese. Und zwar aus Philipper 4, Vers 13. Philipper Kapitel 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Da der Vers so kurz ist, lese ich den noch einmal vor, damit es schön sagt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Ich möchte unser Augenmerk auf das Wesentliche richten. Ich weiß nicht, wie es euch so in der letzten Zeit geht. Ja, man darf ja nicht miteinander sprechen. Ja, wenn, dann so 1,50 Meter Abstand voneinander und dann am besten mit Maulkorb davor, damit man sich kaum versteht. Da ich persönlich im Moment nicht viel Positives für unsere Zukunft hier im Lande sehe, also ich bin da sehr pessimistisch, muss ich sagen, ja, bin sehr negativ eingestellt. Das tut mir leid für alle, dass ich euch da nicht ein bisschen mehr Mut machen kann, richte ich meinen Blick immer öfters zum Himmel hin. Meine Sehnsucht geht auch immer öfters zum Himmel. Unbewusst. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt vor der schlimmen Zeit irgendwie drücken will, aber ich hoffe im Moment viel öfters, dass Jesus wiederkommt, als vielleicht vor 10 Jahren. Ja? Nun, bei der ganzen Erwartung auf Jesus, auf sein Wiederkommen, reflektiere ich hin und wieder
mein eigenes Leben. Und immer wieder kommt mein Versagen zum Vorschein. Und ich erkenne, dass all meine Bemühungen, meine ganze Anstrengung aus eigener Kraft ein ehrbares und schuldfreies Leben zu führen, wie ein Kartenhaus immer wieder in sich zusammenfällt. Ja. Ich rappel mich auf und dann fange ich an, wieder mein Kartenhaus aufzustellen. Und dann eine kleine Erschütterung und alles, puh, alles fällt in sich zusammen. Nun, ich will doch Jesus gefallen. Ich lebe ein Leben mit ihm. Und schaffe es nicht. Diese Woche durfte ich unseren kleinen Gemüsegarten bei uns zu Hause umgraben. Dabei kam mir ein Gedanke, den ich gerne mit euch teilen würde. Stellt euch vor, die Erde, die wir umgraben, ja, das ist unser Leben. Das Leben eines jeden Menschen. Und diese Erde bringt gute Sachen und schlechte Sachen hervor. Egal wie oft wir diese Erde umgraben und wie sauber wir das machen, das Unkraut kommt immer wieder, oder? Vielleicht nicht an derselben Stelle und vielleicht auch nicht immer wieder dasselbe Unkraut, aber immer irgendwo kommt was zum Vorschein. Und das ist doch lästig, Mensch. Kann die Erde nicht einmal sauber bleiben? Das kostet so viel Kraft, diese Erde umzugraben. Man macht sich den Rücken kaputt. So ist das auch in unserem Leben. Egal wie sehr wir uns anstrengen, Schuld sündlos zu leben, ich kann euch versichern, an irgendeiner Stelle eures Lebens versagt ihr, versag ich trotzdem. Auch wenn das vielleicht im ersten Moment gar nicht wie Sünde oder Schuld aussieht. Deshalb möchte ich auch gerne, dass wir abhängig werden. Nun, was bedeutet das? Abhängig von Jesus meine ich natürlich. Abhängig von Jesus. Denn nur wenn wir abhängig von ihm sind, können wir unabhängig sein. Habt ihr auch einen Widerspruch gehört? Nur wenn wir von Jesus abhängig sind, können wir unabhängig sein. Es ist aber kein Widerspruch, Jesus selbst sagt es. Ja? Also wenn jemand von euch sagt, dass Jesus ein Lügner ist, ja, okay, dann muss das wohl so sein. Aber ich glaube, wir alle wissen, alle Worte, die Jesus gesagt hat, sind wahr. Ja. Und wir lesen das aus Johannes Kapitel 8, 31b und 32. Johannes Evangelium Kapitel 8, 31b, 32 auch noch. Da sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, was gleichzustellen ist, wenn ihr abhängig von mir seid, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie wird euch unabhängig machen. Jetzt habe ich noch kurz bevor hier ich zum Gottesdienst erschienen bin, habe ich noch etwas der Predigt hinzugefügt. Ich glaube, es gibt nämlich so einen kleinen Konflikt bei uns Menschen, wenn wir lesen, dass Jesus uns frei macht. Und der Teufel, der nutzt das ja aus. Was bedeutet das für euch, frei zu sein? Frei von Sünde? Jetzt hebt mal bitte die Hand hoch. Alle, könnt ihr gerne alle machen, euch beteiligen. Wer von euch seit der Bekehrung nicht mehr gesündigt hat? Oh, das überrascht mich.
Keiner hebt die Hand? Habt ihr euch denn wirklich bekehrt? Seid ihr sicher? Vielen Dank. Also ich möchte an dieser Stelle nur kurz einwerfen, dass Jesus hat für uns alles erfüllt. Ja, wir sind nicht mehr abhängig von diesem Gesetz. Er hat uns davon frei gemacht. Nun gibt es natürlich Menschen, bestimmt auch hier unter uns oder vor den Endgeräten, die tun ja keine Sünde. Ja? Aber ihr habt das ja gerade schon alle gezeigt. Ihr sündigt auch. Vielen Dank dafür. Aber es gibt so manche Sünden in unserem Leben, denen schenken wir ja keine Beachtung. Ja? Es ist jetzt kein Ehebruch, kein Diebstahl, kein Mord, aber es ist vielleicht Neid. Ja? Seid ihr schon mal neidisch gewesen? Habt ihr schon mal schlecht über jemanden geredet, hinterm Rücken? Ja? Oder sich als etwas Besseres fühlen als der andere? Puh, der ist letzte Woche Sonntag nicht zur Kirche gekommen. Ganz schlimm. Eieiei. Der betet nicht. Der hat die Augen offen beim Beten. Ganz, ganz schlimm. Nun, in Lukas lesen wir aus einem Gleichnis oder aus dem Evangelium Lukas 18, 9 bis 13 erzählt Jesus ein Gleichnis, eine Geschichte. Und die möchte ich gerne mit euch zusammen durchlesen. Ihr kennt die alle wahrscheinlich in- und auswendig, aber trotzdem möchte ich die gerne mit euch durchlesen, weil das eine ganz spannende Geschichte ist. Lukas Kapitel 18, 9 bis 13. Jesus erzählt, nein, noch nicht. Dann sagt er zu einigen, die sich einbildeten, gerecht zu sein. Und die anderen verachteten dieses Gleichnis. Und jetzt erzählt Jesus. Es gingen zwei Menschen in den Tempel hinauf zum Beten. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Aber der Zöllner stand etwas entfernt, wollte die Augen auch nicht zum Himmel heben, sondern schlug sich auf die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Nun, die Geschichte, da ihr schon die Geschichte kennt, ist die vielleicht ein bisschen abgegriffen und es wurden schon zig Predigten darüber gehalten. Aber mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen, die vorher mir noch nie aufgefallen waren. Und zwar passt diese Geschichte auf uns alle. Nicht nur auf die, die hier im Raum sitzen, sondern auf alle Menschen. Und das kann ich euch beweisen. Ich möchte mit euch zusammen nochmal den Vers 9 lesen. Jesus erzählt hier diese Geschichte einer Gruppe von Menschen. Und diese Gruppe wird nochmal in zwei Hälften geteilt. Ist euch das aufgefallen? Dann sagt er zu einigen, die sich einbildeten, gerecht zu sein. Und die anderen verachteten dieses Gleichnis. Also da gab es eine Gruppe von Menschen, die haben es geglaubt, ja, dass sie gerecht sind oder dachten von sich, dass sie gerecht sind. Und dann war da noch eine andere Gruppe, die waren überzeugt davon. Also die waren so fest davon überzeugt, dass sie gerecht sind, dass sie dieses Gleichnis einfach nur verachtet haben. Was erzählt er da ein? Ich bin ja nicht so. Also in irgendeine Kategorie von dieser Gruppe gehören wir auch. Entweder sind wir diejenigen, die uns einbilden, dass wir gerecht sind,
oder wir verachten dieses Gleichnis. Dann ist mir noch etwas aufgefallen, dass der Pharisäer dieses Gebet, was er sprach, das hat er ja leise gesprochen. Das hat ja sonst niemand gehört. Er hat sich nicht an die Kanzel gestellt und laut gesagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Das ist doch auch oft in unserem Leben so. Solche Sachen würden wir ja niemals aussprechen. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der und der. Da haben wir schon ein bisschen Furcht davor. Aber immer so schön tun, als wären wir fromm, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Aber der Zöllner, der stand da und sprach es laut aus. Zumindest sagte er das, was er gedacht hat. Er wusste ganz genau, dass er ohne Gott verloren geht. Er braucht Gott. Er braucht die Abhängigkeit. In Römer 3, 23 steht, dass wir alle gesündigt haben. Und ich glaube, das haben wir innerhalb dieser kurzen Predigt auch schon festgestellt, dass niemand von uns ohne Schuld ist. Alle haben wir auf irgendeine Art und Weise versagt. Der Zöllner wusste das, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Ich möchte euch fragen, uns fragen, ist uns das bewusst, dass wir ohne Gott, dass wir ohne Jesus nie vor Gott bestehen könnten? Ist uns das klar? Ohne Jesus in unserem Herzen niemals ein Leben in der Herrlichkeit. Ohne Jesus und das Bewusstsein für unser sündiges Leben gibt es kein Leben nach dem Tod. Ich möchte niemandem zu nahe kommen, zu treten, was auch immer. Vor allem die, die schon länger im Glauben seid, habt ihr euer Leben mal reflektiert? Ist euch bewusst, dass ihr trotzdem vielleicht, auch wenn ihr schon 40 Jahre im Glauben steht, dass ihr trotzdem vielleicht auf irgendeiner Ebene noch Schuld habt? Dass ihr Jesus trotzdem noch braucht? Mir ist das ziemlich stark klar geworden. Ich bin abhängig von Jesus. Und ich meine, ich möchte die Abhängigkeit von Jesus nicht so darstellen, dass ich jetzt stundenlang, tageweise in der Bibel lese, das wäre schön, wenn ich das machen würde. Aber mir ist bewusst, dass ich ohne Jesus in meinem Herzen auf ewig verloren gehe. Und wenn ich in den Himmel komme, dann ist das nur der Verdienst, nur seine Gnade, die mich dahin gebracht hat, nicht ich. Nicht mein super tolles Leben, was ich hier gelebt habe. Zum Ende hin der kurzen Botschaft möchte ich noch einen Vers mit euch zusammen lesen, und zwar aus Galater Kapitel 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Auch ein ganz bekannter Vers. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im irdischen Leib lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich wünsche uns allen, dass unsere Abhängigkeit von Jesus sichtbar wird. In allen Bereichen unseres Lebens. Diese Abhängigkeit von Jesus ist keine Abhängigkeit, die wir verstecken brauchen. Es müssen alle Menschen sehen, auch unsere Schwachheiten. Die müssen sehen, dass wir auch schwach sind und von Jesus abhängig sind. Aber auch wenn wir alleine sind, in unserem stillen Kämmerlein,
wenn uns niemand sieht? Auch da soll unsere Abhängigkeit sichtbar sein. Es soll keine Show sein, nichts, was wir nur nach außen hin zeigen. Ich wünsche uns allen sehr, dass unsere Abhängigkeit zu Jesus auf unser komplettes Leben Auswirkungen hat. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dann gibt es nur noch eins zu sagen: Die Gnade Gottes sei mit uns. Amen.